Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mit Adam am Start, Leute, und wir haben natürlich wieder ein Randomizer-Setup. Vorwarnung, botanisches Wissen für das Volk und den roten Hering. Und wir sind mal wieder auf unserer Lieblingsmap, aber immerhin diesmal als Survivor. Ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Viel Spaß mit der Runde. So, let's go, Leute. The game. Diesmal auf Survivor-Seite. Ich habe das Offering nicht gedroppt, ich wollte es nochmal sagen. Hallo. Bin ein Schneemann. Jenny hat sich da irgendwelche Räucherkerzen geholt. Ich dachte, die hat eine Bong oder so. Hallo. Das gute Brot, ich habe echt gedacht, ich sehe nicht richtig. Wird man mitten in der Nacht belästigt, ne? So, ich muss einen Hit bekommen. Wer hätte gedacht, der Killer ist in dem anderen Schneemann? Yeah, danke. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Kommen Sie bald wieder rein. Denn etwas Show muss sein. Ich glaube, die Position, die ich hier habe, ist einfach mega schlecht. Aber egal, man muss auch mal gönnen können. Ah, der Killer. Ich heile mich mal lieber. Wo ist die GEMA, wenn man sie mal braucht? Weiß nicht, ob das schon geclaimed worden wäre. Die Yui ist, glaube ich, nicht im Circle of Healing, oder? Die heilt mich so langsam. So, guck mal, ich zeig dir mal, wie das geht, Yui. Oh, hier jetzt zu zweit. Bam, Junge. So ein Feuerball. Lara Croft wurde gemessert. Ach, herrlich, Leute. Habt ihr eigentlich schon Last Christmas gehört dieses Jahr? Ich noch nicht. Weil wir keinen Jukebox Friday mehr haben. Sonst hätte ich es wahrscheinlich schon längst gehört. Der Mona kam schon im Radio auf der Arbeit. Team, Leute. Oh! Wie bin ich vor allem umgekippt? Bin einfach noch weiter nach da, aber so weit war ich noch gar nicht. Muss ich wieder den Finger in die Wunde legen. Jetzt ist Rins dankbar, dass Jukebox Friday vor seiner Zeit war. Jukebox Friday war schon immer sehr, sehr geil. Ich würde ihn auch direkt wieder machen, wenn GEMA sagt, hier, Grants, Summe X im Monat für den Jukebox Friday, dann würde ich sagen, let's go. Okay, es sei denn natürlich, Summe X ist höher als das, was wir durch den Jukebox Friday immer generiert haben, weil das wäre natürlich schlecht. Dann wäre ich ja bald ein armer Mensch. Dreiundzwanzigster 12. wäre ein guter Tag fürs Comeback. Ah, GEMA sagt nein, ne?
EMCA Strike sagen auch nein. ECMA. DC. Naja, ihr wisst, was ich meine. Oh Gott. Okay, sie geht ja zum... Oh! Meine Güte, was ist denn das hier, da? Ich wollte durchs Fenster. Scheiße. Ich wollte eigentlich durch das Fenster öffnen und der springt lieber in das Dingens rein, ey. Uff. Aber wild, dass man jetzt auch direkt umfällt. Ich weiß auch, letztes Jahr konnte man da immer einen Hit tanken. Oh Gott. Dankeschön. Hallo Aska. Moin moin. 61 Monate, ey. Krass, wie lange es einfach schon am Start ist hier bei manchem, ne? Die Medaille, ey. 61. Hat er ja schon gesagt, nächste Woche. Nächste Woche ist es schon wieder soweit, Leute. Lächerlich. Oh, der nimmt's direkt raus sogar. Crazy. You sexy motherfucker. Was? Würde der Clown jetzt sagen. Jetzt kriege ich noch die Nötschelle ab, ey. Moinsen! Lass mich rausschlagen. Das war mir ein bisschen zu knapp, wenn ich ehrlich bin. Das war wild. Aber knapp. Aber wild, aber knapp. Aber wild, aber knapp. Immerhin haben wir das fertig. Mega auf Krampf auch einfach, ne? Eieiei, ey. Ach ja, der gute alte Ghostface, Leute. Immer wieder schön, mal eine Runde gegen ihn zu spielen. Vor allem, wenn das mit dem Enttarnen tatsächlich auch mal funktioniert. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, ich freue mich wie immer über Likes, über Kommentare und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.